Jahren wäre ich in den Kommentaren gefragt. Aber ihr könnt immer was für ein Gamer machen. Hier, das erste und das letzte Gamer-Pack, was ich for free hier raushaue. Unten in der Beschreibung findest du es kostenlos zum Runterladen, damit du deine Minecraft, Fortnite, was auch immer Montage ein bisschen aufpeppen kannst. Bitteschön. Mit einem Doppelklick auf das DRFX-File kannst du das Ding installieren. Dann fragt dich DaVinci Resolve, ob du das speichern willst, und dann klickst du hier auf Installieren. Und dann findest du in deiner Effekt-Library hier unter Effects folgende Effekte. Du findest einmal 5 Hit-Effekte, einen Fire-Ring und natürlich auch noch einen Color-Flash-Effekt, der quasi einmal kurz eine Farbe in den Bild pumpt. Okay, wie nutzt du die jetzt? Ich fange mal bei den Hits an. Du kannst dir einfach aus deiner Effekt-Library einen Adjustment-Clip raussuchen und dann den Effekt raussuchen, den du haben willst. Ich hole mir mal hier diesen Shooter-Hit-Warp und platziere den auf meinen Adjustment-Clip und du siehst, was er macht. Der zieht das Bild One-Hit-mäßig zusammen und geht dann automatisch entspannt wieder zurück. Und das kannst du natürlich anders einstellen hier in der Kurve. Und du kannst hier natürlich bestimmen, wie stark dir das ganze Ding zusammenziehen soll. Wir können hier natürlich auch echt Overkill gehen. Du hast unter Process auch noch die Möglichkeit, das Ganze so ein bisschen RGB-glitchig zu machen. Und du kannst hier natürlich noch mehrere Effekte draufhauen. Angenommen, wir nehmen jetzt mal hier noch den Ray-Hit drauf. Dann kommt der hier als nächstes mit rein und du siehst, der zeichnet uns unsere hellsten Werte nach und macht das quasi gesamt hell. Und das könnten wir zum Beispiel noch mit einem Wave-Hit kombinieren. Der Wave-Hit erstellt eine Welle, die über dein Bild drüber rollt. Wenn du jetzt zum Beispiel den Wave-Hit nach dem Ray-Hit einfügst, dann siehst du, dann bekommt auch dieser Wave-Hit die Rays. Und damit wirkt das Ganze noch irgendwie cooler. Und wie gesagt, diese Effekte stretchen automatisch zu der Länge des Adjustment-Clips. Also falls du es jetzt langsamer haben willst, dann zieh einfach den Adjustment-Clip länger. Wenn du Effekte löschen willst, kannst du hier oben einfach das Trash-Can-Icon nutzen und dann vielleicht einen anderen Effekt drauflegen. Zum Beispiel hier den Line-Hit, bei dem du die Farbe ändern kannst, indem du einmal auf RGB-Edges gehst und dann einmal auf Grayscale Edges kannst du die Farbe ändern. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist. Irgendwie muss man das immer wieder machen. Und damit hast du einen Flash, der quasi kurz die Outlines zeigt. In dem Firing-Effekt kannst du bestimmen, ob du eine Ein-Animation haben willst oder nicht, indem du einfach diesen ersten Punkt hier hinten einfach auf 1 setzt. Und damit ist der von Anfang an schon da. Du kannst natürlich hier auch noch die Position ändern unter Center. Du kannst natürlich auch noch die Größe ändern und so weiter. Und hier kannst du die Farbe ändern, indem du hier unten einfach auf den mittleren Pfeil klickst und dir dann eine Farbe wählst, die du haben möchtest. Und der wohl simpelste Effekt, den man immer draufhauen kann, ist natürlich der Color Flash. Und der kann genutzt werden, um KO-Animationen noch ein bisschen zu verstärken. Du siehst hier einmal ohne und einmal mit. Und wenn du noch mehr Effekte willst, dann schau doch mal hier meine Playlist für gratis Stuff für DaVinci Resolve. Bis dann, Kameramagier. Ciao.